Raus aus der Mietwohnung, rein ins Abenteuer auf Rädern. Für ein paar Monate oder sogar für immer? Das ist der Traum von vielen. Zu spät ist es nie. Ich fände es jetzt super schade, wenn ich sage, ich bin 60 und jetzt setze ich mich in meinen Lehnstuhl und stricke. Also das Leben ist doch noch lange nicht vorbei. Ein Leben on the road statt sicherer Existenz. Ob das gut geht? Sich ein Jahr Auszeit zu gönnen, ist eigentlich schon ein großer Schritt. Wir haben unser Haus verkauft und wir wohnen da fest drin. Und wir müssen jetzt halt erst mal gucken, wie wir da so zurechtkommen damit. 24 Stunden voller Überraschungen statt Alltag 9 to 5. Mir ist die Zeit gerade jetzt mit den Kindern einfach so viel wichtiger, wie irgendwie Karriere im Job zu machen. Wir begleiten Menschen, die sich trauen, alles hinter sich zu lassen. Ende offen. Gina, 61, und Markus, 59 Jahre alt, aus Neuss. In Eigenregie baut das Ehepaar einen Kastenwagen zum Camper aus. In ein paar Monaten soll es auf große Tour gehen. Das Faszinierende an dieser Art zu reisen ist, dass wir eigentlich völlig planlos reisen können. Wir können wirklich losfahren, uns einen Platz zum Schlafen suchen, überlegen, bleiben wir hier, fahren wir weiter, fahren wir rechts rum, fahren wir links rum, fahren wir geradeaus. Das ist eigentlich so die maximale Freiheit, die wir beim Reisen haben können. 2016 waren Gina und Markus zum ersten Mal länger auf eigene Faust unterwegs. Ein Jahr lang ging es um die Welt. In Neuseeland und in Australien mieteten sie sich einen Campervan. Diese Auszeit hat Lust gemacht auf mehr. Viel mehr. Ach, das war so schön da an diesem Wasserfall, ne? Mhm. Guck mal. Der Camper, mit dem hat ja alles angefangen. Das war auch schön. Ach, unser Kermit, ja. Damit haben wir eigentlich auch unsere größten Freiheitserlebnisse mitgekriegt. Und da kam schon so das Fünkchen, ach, das wäre ja schön, sowas auch zu Hause zu haben. Und die Idee, damit auch länger unterwegs zu sein, mit sogar der Option, mal eine Zeit lang nur darin zu wohnen. Als sie wieder zu Hause waren, hatte sich ihr Blick auf ihr bisheriges Leben verändert. Als wir zurückkamen, habe ich meinen Kleiderschrank aufgemacht und war irgendwie völlig erschlagen von dem Zeug, was ich da hatte. Und wir sind dann eben auch darauf gekommen, dass wir nicht mehr so eine große Wohnung brauchen, dass wir nicht mehr zwei Autos brauchen, dass wir in ganz vielen Sachen eben runtergefahren sind. Wir haben unsere Arbeitszeit reduziert und gesagt, wir wollen lieber was erleben, als was konsumieren. Markus arbeitet nur noch 4 Tage die Woche. Gina ist inzwischen in Rente. In ihrer Freizeit basteln beide am Camper. Eine Toilette auf Schienen soll Platz sparen. Soweit steht das Klo dann raus. Ja, genau. Die Frage ist, der Pimpel hier, steht der dann? Nee, da machen wir das Klo so, dass der Pimpel unterm Klo ist. Unterm Klo kommt man dann. Immer dran hängen. Stimmt. Hier ist die Duschwand. Dann haben wir hier noch ungefähr 3 bis 4 Zentimeter Platz. 2 linke Hände habe ich. Markus ist zwar Ingenieur, aber auch nicht von Berufs wegen Handwerker. Mein Bruder, der Handwerker ist, hat sich kaputt gelacht, als er gehört hat, wir wollen selber einen Van ausbauen, meinte, das wird lustig. Aber wir gehen einfach ran und es ist vielleicht auch nicht alles perfekt, aber es ist eben unseres und es ist individuell und das ist das, was uns wichtig ist. Für Familie Hauenstein ist der Traum schon wahr geworden. Ein selbst ausgebauter Reisebus ist für mindestens ein Jahr das Zuhause für Eltern, 2 Kinder und den Kater. Ihre erste Station, ein Campingplatz an der Ostsee. Ihr Haus haben die Hauensteins verkauft. Der Erlös ist ihr finanzielles Polster. Ja, so 2000 Euro werden wir im Monat schon brauchen, als Familie. Wenn wir das Doppelte brauchen, wird es eng. Aber so ist die Rechnung, dass wir das Jahr ganz entspannt rumkriegen vom Budget her. Und wenn es länger gehen soll, dann muss natürlich monatlich was reinkommen. so ist schon der Plan. Also wenn es funktioniert, dass man auch hier wirklich leben kann, besteht natürlich die Option, dass wir das weitermachen. Und sonst, wenn wir wieder sesshaft, je nachdem, auch mit der Schule, das wird sich alles noch zeigen. Wir geben uns jetzt das Jahr, um das ganz in Ruhe in der Zeit dann zu entscheiden. Hi! Ihr seid ja schon wieder da.
Mir riecht's aber gut. Für Simon und Julia und ihre Söhne Emil und Navid ist es der Beginn eines großen Abenteuers. Viel Arbeit, Geld und Zeit haben sie in ihr Projekt gesteckt. Vor 3 Wochen ging es dann endlich los. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich angekommen sind. Wir sind unterwegs. Es ist einfach schön, es ist total frei. Wir haben keinen Plan, wo es letztendlich wirklich hingeht. Also es ist ein neuer Alltag. Das wird jetzt erst mal dauern, bis das wirklich Alltag wird. Aber also das Gefühl ist klasse. Prost. Grüß dich. Danke fürs Kommen. Rückblick. 3 Monate zuvor in der Nähe von Erlangen. Ihr Haus haben die Hauensteins schon verkauft. Bis zur Abfahrt sind sie bei Julias Eltern untergekommen. Busausbau, Packen und Pläne machen bestimmen den Alltag. Ideen für die Reise gibt es viele. Aber Mama, ich will mal in die Wüste. Da müssen wir hier runter, guck. Mhm. Da können wir hier am Mittelmeer entlang fahren. Schau. Und dann durch Griechenland. Ich will jetzt hier hin. Ja, da bist du dann auch dabei, auf jeden Fall. Ja. Irgendwie hat sich dann die Idee gefestigt, dass wir noch mal so eine Pause machen wollen und noch mal los wollen und eben den Kindern halt auch zeigen wollen, ja, wie andere Kulturen funktionieren, wie andere Menschen leben, ja, wie es in anderen Ländern einfach so zugeht. Und das ist einfach so unser Grundgedanke gewesen. Der Zeitpunkt erscheint beiden gerade günstig. Ihr großer Sohn kommt in 2 Jahren in die Schule. Julia ist in Elternzeit und ihr Mann will sich nach der Rückkehr in die alte Heimat einen neuen Job suchen. Zuvor hat man schon ein bisschen Respekt davor, eigentlich so sich ein Jahr Auszeit zu gönnen. Ist eigentlich schon ein großer Schritt, aber ehrlich gesagt war das ab der Entscheidung vollkommen okay. Es war wirklich von einem Tag auf den anderen war es so, jetzt haben wir uns dafür entschieden, jetzt machen wir es, und dann war auch die Angst irgendwie weg. Ihr altes Haus hatten sie zuvor über 5 Jahre selbst saniert. So konnten sie es mit Gewinn verkaufen. Vom Eigenheim in den Wohnbus. Kein gewöhnlicher Umzug. Es ist ja wirklich kein Urlaub, den wir machen. Also es ist tatsächlich ja so, wir ziehen da ein, wir haben unser Haus verkauft und wir wohnen da fest drin. Und wir müssen jetzt halt erst mal gucken, wie wir da so zurechtkommen damit. Auch Gina Wildeshaus und Markus Hoffmann haben ihre geplante Auszeit fest vor Augen. Für die 61-Jährige ist es ein Neustart. Ich fände es jetzt super schade, wenn ich sage, ich bin 60 und jetzt setze ich mich in meinen Lehnstuhl und stricke. Also das Leben ist doch noch lange nicht vorbei. Und gerade jetzt prickelt es auch. Ich habe jetzt Zeit, ich bin nicht mehr im Beruf. Ich habe Zeit, mein Leben so zu gestalten, wie ich will. Meine Geschwister sagen, du bist vielleicht ein bisschen komisch oder was ist los? Ne? Ich sage immer, es ist vielleicht der Nomade in mir. Aber dieser Neuanfang ist ja auch was Spannendes. Das lässt mich lebendig fühlen. Und dafür braucht das Ehepaar keinen Luxus. Ihr einfacher Transporter hat gerade mal 7 Quadratmeter Wohnfläche. Wir haben den als nackten Kastenwagen gekauft. Hinten war noch eine Zwischenwand zum Fahrersitz drin. Und hier, wo jetzt die Möbel alle sind, war nichts. War nur Seitenwand und nackter Boden. 15.000 Euro haben beide vor einem Jahr für den Wagen bezahlt. Seitdem entsteht in Wochenendarbeit ein Campervan, in dem sie Richtung Osteuropa und den Nahen Osten aufbrechen wollen. Den Mangel an handwerklicher Erfahrung machen beide mit Enthusiasmus wett. Der Camper hat nun gedämmte Wände, Stromversorgung mit Solar und große Fenster. Ist das schön. Langsam biegen sie auf die Zielgerade ein. Ja, nachdem die ganze Dämmung und sowas drin war, haben wir mit den Möbeln angefangen. Eigentlich war das erste Möbel, was wir gemacht haben, dieser Küchenhängeschrank. Und dann haben wir die Küchenzeile gemacht. Dabei war uns wichtig, dass die ausreichend hoch ist, weil wir ja groß sind. Die hat also jetzt 1 Meter Höhe. Und dass wir auch genug Arbeitsfläche haben. Dafür ist halt das Spülbecken ein bisschen klein ausgefallen, aber wir haben auch noch eine Spülschüssel. Und hier soll das Bad hin. Das ist die Rückwand vom Bad. Und da unten haben wir schon mal jetzt die Duschtasse hingelegt, dass man sieht, wo das ungefähr sein soll. Hier ist die Toilette. Die wird bei Bedarf auf 2 Schienen rausgezogen hier.
dass wir die dann praktisch hier über der Duschtasse schweben haben. Und wenn wir duschen, dann wird die eben hier wieder reingeschoben und wir haben hier Platz für die Dusche. Da wir auch gerne die Toilette in einem separaten Raum haben und nicht direkt hier vor der Küche, da haben wir gedacht, dann können wir auch gleich ein Bad draus machen, weil es ist eh ein separater Raum. Dann können wir auch die Duschtasse und die Dusche einbauen. Zuerst geht es aber an die Deckenverkleidung. Gina ist zwar schon im Ruhestand, aber Markus noch berufstätig. Deswegen bleibt im Alltag wenig Zeit für die Arbeit am Camper. Genau, gleich haben wir ihn. Ja. Yes. Ah, mein Finger. Nicht der einzige Grund, warum ihr Reisegefährt nach einem Jahr immer noch nicht fertig ist. So, hängt sie jetzt erstmal. Und jetzt machen wir sie wieder ab, weil wir vergessen haben, die Lampen durchzufädeln. Bonk! Ja. Pleiten, Pech und Pannen. Ja. Das ist ganz typisch für uns, dass wir drauf losarbeiten und dann sagen, oh, da hätte ja noch das und das gemusst. Dann machen wir das halt nochmal ab und nochmal neu. Deswegen dauert unser Ausbau ja auch so lange, unter anderem. Markus kann immerhin einige Erfahrungen von früher einbringen, als er hobbymäßig an Motorrädern schraubte. Und Gina holt sich ihre Handwerkerskills meist aus dem Internet. Ja, ich habe wenig Angst. Ich bin hier eher die, die ein bisschen forsch ist und vorprescht und sagt so, machen wir jetzt mal. Und Markus ist eher der Ruhige und der Planer und der dann auch schon mal ein bisschen bremst, was dann auch schon mal ganz gut ist. Und insofern ergänzen wir uns da eigentlich ganz super. Die rund 30.000 Euro, die ihr Camper am Ende insgesamt kosten wird, finanzieren die beiden aus Ersparnissen. Spätestens in einem Dreivierteljahr soll er dann bezugsfertig sein. Und das Licht geht auch. Schön geworden. Bin zufrieden. Familie Hauenstein ist da schon einen Schritt weiter. In 2 Monaten soll es losgehen. Früher transportierte ihr Bus knapp 60 Passagiere. Jetzt können 4 Personen darin wohnen. Wir haben jetzt den Bus eigentlich schon konzipiert und komplett ausgebaut. Das sind die Oberschränke von der Küche. Da haben wir ausnahmsweise Klappen hingemacht und auch so einen Rausfallschutz noch, einfach, dass da Teller und Gläser und alles Mögliche reinkommen. Einige Schubläden natürlich auch noch, Besteckschubläden. Dann aktuell haben wir noch diese Induktionsplatte hier. Eigentlich wollte man ein Gasfeld einbauen, da müssen wir noch mal mit dem TÜV reden, ob unsere Idee da wirklich funktioniert. Die war jetzt wichtig für die Abnahme zum Wohnmobil. Ja, ich glaube, so klein ist die Küche dann letztendlich doch nicht geworden. Wir hatten ja Angst, es wird ein bisschen eng und so, aber da kommt noch die Kaffeemaschine hin und dann hat man eigentlich doch noch genug Platz zum Schneiden und Arbeiten. Der Geschirrspüler ist da. Neben der Küche ist auch das Bad voll ausgestattet. Mit Camper-Spezialdetails. Ja, also hier ist unser Bad. Hier haben wir unsere Toilette. Das ist eine Trockentrenntoilette. Das heißt also, hier vorne kommt das kleine Geschäft rein und hier hinten dann das große Geschäft. Und das wird dann in einem Behälter aufgefangen. Für das kleine Geschäft möchten wir noch eine Ableitung bauen. Da, wir haben 3 Tanks dann unten. Unter anderem eben der eine Tank ist dann wirklich für den Urin, dass wir den dann über den Bus, also beziehungsweise über so einen kleinen Hebel dann direkt ablassen können, damit wir den gar nicht so groß umhertragen müssen, um den abzulassen. Hier ist unser Schlafzimmer. Hier oben schläft der Simon und ich. Und hier unten ist die Räuberhöhle von den Jungs. Wir hatten jetzt schon 2 Probenächte und ich habe mich auch sofort wohl gefühlt. Klar, man hört am Anfang natürlich noch die Geräusche von draußen und es ist schon anders wie in so einem großen Haus, wenn man eben so in seinen eigenen 4 Wänden schläft. Und ich glaube, es ist auch schon eine Umstellung erstmal, aber Angst habe ich eigentlich keine, nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich freue mich jetzt eigentlich eher drauf. Trotz einer Menge Eigenleistung haben sie rund 68.000 Euro in den Ausbau gesteckt. Nach der Sanierung ihres früheren Hauses ist Simon ein wahrer Handwerker-Profi. Und der Innenausbau ist letztendlich ähnlich zu einem Hausausbau. Also wie so ein Tiny House, wie als würde man sich ein Tiny House ausbauen. Man hat einen Container, den man dämmt und dann ganz normal wie im Haus ausbaut.
Wir haben auch viele Sachen vom Haus verwendet. Und es funktionierte super. Dämmung, Fußbodenheizung, Klimaanlage, Stromversorgung. Das kostet nicht nur Geld. In unserem Projekt stecken jetzt locker mindestens ein halbes Jahr Vollzeit-Arbeitsstunden. Also wirklich 50 Stunden die Woche. Wir sind da optimistisch rangegangen und haben es bis jetzt durchgehalten. Also die rosa-rote Brille haben wir noch auf. Schauen wir mal, wie lange noch. Ein neues Lebensmodell, das statt Hamsterrad und Konsumzwang mehr Freiheit, Zeit, aber auch Verzicht bedeutet? Am Attersee im österreichischen Salzkammergut macht Familie Thumann für ein paar Tage Station. Seit 2 Jahren sind Nathalie und Moritz mit den Kindern Sophie und Jonas quer durch Europa unterwegs. Was machen wir heute? Schauen wir ein bisschen an den See oder machen wir eine kleine Wanderung? Ich hatte ja gerade Lust auf einen kleinen Spaziergang. Okay. Und ich nicht. Du nicht. Was magst du machen? Ich kann noch nicht laufen. Dann trage ich dich. Wir haben wenig Zeit miteinander verbracht in unserem alten Leben. Moritz war den ganzen Tag auf der Arbeit, Sophie war den ganzen Tag in der Schule und ich war auch den ganzen Tag arbeiten. Und wir waren in einer Mietswohnung, dann wollten wir uns ein Haus bauen, wie alle anderen auch, und hatten das alles in Planung. Und dann ging es wieder um die Finanzierung. Das heißt, ich muss auch wieder mehr arbeiten, hä? Wieder weniger Zeit. Na, irgendwas läuft doch da schief. Und dann haben wir wirklich uns zusammengesetzt und dann haben wir eigentlich mehr so aus Spaß gesagt, komm, lass ein Wohnmobil kaufen und alles andere ist uns wurscht. Wir haben uns einfach aufs Minimale wirklich beschränkt und arbeiten natürlich dafür auch weniger und genießen einfach die Zeit, die dafür uns bleibt. Ihre Zelte in Deutschland haben sie abgebrochen. Ihr Zuhause ist seither ein 20 Jahre altes Wohnmobil. Und damit ging es schon durch ganz Süd- und Osteuropa. Ihren Lebensunterhalt verdienen sie inzwischen mit Social Media. Außerdem arbeitet Moritz als Fotograf. Genug für ein einfaches Leben. Wenn sie sparsam sind, kommen die Thumanns mit unter 1000 Euro im Monat aus. Anfangs war ich schon ein bisschen nervös, weil wir ja gar kein Einkommen hatten. Wir hatten Rücklagen, dadurch, dass wir dann auch kein Haus gebaut haben und unser Hab und Gut verkauft haben, was nicht ins Wohnmobil passt, hatten wir auf jeden Fall das erste Reisejahr Budget. Und dann bin ich schon nervös geworden und habe gesagt, ja, wie macht man das jetzt? Und irgendwie muss es ja weitergehen. Und Moritz meinte immer, vertrau mir, ich mache das schon. Und es hat lange gedauert, aber ich vertraue ihm jetzt und es funktioniert. Moritz' frühere Karriere in einer Werbeagentur, Vergangenheit, der er nicht hinterher trauert. Im Gegenteil. 1, 2, 3. Ja, und wie viel hat er weniger wie wir? Umso mehr Verantwortung man bekommt, umso mehr Arbeit ist es meistens auch. Und klar bringt es vielleicht einem irgendwie Selbstbewusstsein oder sowas, aber mir ist die Zeit gerade jetzt mit den Kindern einfach so viel wichtiger, wie irgendwie Karriere im Job zu machen. Genau deshalb wollen auch die Hauensteins für mindestens ein Jahr aussteigen. Doch noch laufen die Vorbereitungen für den Umzug in ihr neues, rollendes Zuhause. Also ich hatte jetzt hier gedacht, die kleinen Teller, also die von den Jungs halt und unsere, sind da drunter. Ja. Dann sind das unsere Salatschalen und halt Müslischalen. Dann halt meine 2 Backformen, die hätte ich schon irgendwie gern dabei. Und dieser Teppanyaki-Grill ist noch unten, den nehmen wir auch gleich mit hoch, weil der steht sonst im Weg. Simon ist Geoökologe und hat seinen Job gekündigt. Julia Physiotherapeutin in Elternzeit. Ich hab die allein da hochgehievt. Ich weiß. Bevor ihr älterer Sohn in die Schule kommt, wollen sie eine Auszeit nehmen. Was danach kommt, ist offen. So, du, die schau mal her, wir haben jetzt auch noch unsere anderen Sachen. Oh ja. Also das müsst schon noch alles mit rein. Wollen wir erstmal Küche? Nehmen wir die mit? Den Cooking Chef. Ja. Haben wir Platz? Eigentlich nicht so ganz. Naja. Also ich hätte ihn schon gerne dabei, muss ich sagen. Wir füllen jetzt mal auf und dann schauen wir, ob noch Platz ist. Ja, für den Pizzateig wäre es schon gut, ja. Und wir dachten am Anfang noch, Mensch, ist das viel Platz in dem Bus? Ja. Bis dann am Ende sich rausgestellt hat, zack, alles voll. Also es ist so schnell verplant. Ja.
Und es ist so schnell alles vollgestellt. Ja, die ganzen Laufräder brauchen wir ja auch noch. Das sind so viele Kleinigkeiten, die irgendwie ihren Platz finden müssen. Und man will ja nicht in so einem Haufen leben und dann immer wieder alles rauskruschen müssen, um dann ganz hinten vielleicht an die Sandmuschel ranzukommen. Ein Nomadenleben mit möglichst wenig Verzicht. Das ist ihr Motto. Ihr XXL-Mobil hat allen denkbaren Komfort. Solaranlage, Akkus und Wassertank sind so großzügig geplant, dass die Familie eine Woche frei stehen kann. Praktisch und schön soll es sein. Wir waren ja mit der Decke noch ein bisschen unzufrieden, weil man die Übergänge von den Platten so gesehen hat. Und dann haben wir uns Zirbelholzbretter gekauft und die so aufgeschnitten. Es war ein Rieseneck dafür, für diesen Effekt, weil wir waren da locker jetzt 2 Wochen an der Decke alleine. Das Aufschneiden eine halbe Woche, Unmengen an Sägespäne produziert. Und hat sich, glaube ich, gelohnt, so die ganze Decke zu verkleiden. Der ganze Bus hat jetzt schon einen viel wohnlicheren Charakter, finde ich. Den nötigen Lkw-Führerschein hat Simon erst vor ein paar Monaten gemacht. Quasi ein ganzes Haus zu steuern, gar nicht so einfach. Also es ist schon ein großes Kribbeln, wenn man hier entlang fährt, weil man einfach irgendwie 15, 16 Tonnen unter sich hat. Und es schwimmt auch alles noch ein bisschen. Ich glaube, um wirklich durch italienische Bergdörfer mit dem Gerät fahren zu können, braucht man schon die jahrelange Erfahrung eines Busfahrers. Die haben wir natürlich noch nicht. Was sehr ungewohnt ist, ist die Breite, weil man wirklich fast so breit ist wie der Fahrstreifen. Und man darf auch mit dem Gewicht wirklich nicht ins Parkett kommen, sonst geht's ab von der Straße. Nur noch wenige Wochen, dann gibt die Familie richtig Gas. Aber können sie auch Vollgas geben, so wie früher? Als Geograf war man ja schon viel in der Welt unterwegs und auch in ganz anderen Ländern, wo man nur mit dem Rucksack irgendwie durchgereist ist. Aber das ist jetzt schon was ganz anderes. Also wir sind jetzt als Familie unterwegs. Und man hat irgendwie viel mehr dabei. Es ist schon ein bisschen auch Belastung, aber nicht wirklich, weil es ist einfach nur eine andere Art des Wohnens und des Daseins. Und ich glaube, das wird schon sicher eine tolle Zeit werden. Mit rund 60 nochmal neu starten? Für Gina und Markus aus Neuss keine Frage mehr. Seit ihrer Weltreise vor 5 Jahren träumen sie von Ferien mit Open End. Nur der Van muss noch fertig werden. Wir sind ein Stück weitergekommen mit unserem Duschbau hier. Wir haben diese Wand fertig. Von der anderen Seite ist die auch gestrichen. Von innen wird die ja noch wasserfest beschichtet. Wir haben unseren Klokasten fertig. Da ist die Toilette auf Schwerlastschienen drin. Die kann man dann hier ausziehen. So. Und dann kann man sich da auch draufsetzen. Wunderbar. Kann hier in Ruhe so tun, was zu tun ist. Und wenn man fertig ist und die Dusche benutzen will, fahren wir die eben wieder rein. Gina? Ja? Sollen wir jetzt die Duschtasse mal ausmessen, was da noch fehlt? Ja, klar. Eine willkommene Unterbrechung der Tüftelei, der Besuch ihrer jüngeren Tochter aus Bonn. Hallo. Ah. Irina, schön, Na, dass du da bist. Ne? Ja. Ich fand das erstmal cool, weil sie waren ja auch schon mal ein Jahr auf Weltreise und waren da auch in unterschiedlichsten Ländern unterwegs und haben da immer nur eigentlich gute Sachen erlebt. Und gerade mit dem Van würde man dann ja auch hauptsächlich in Europa oder also nur halt rumfahren. Und von daher habe ich mir da keine Sorgen gemacht. Ich habe eher gedacht, ach, ist ja cool, wenn die dann unterwegs sind und vielleicht kann man die dann im Urlaub mal treffen. Wir haben Besuch. Mama, hallo, lange nicht gesehen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, boah. Ja, guck mal. Wow, habt ihr echt viel neu gemacht, seitdem ich das letzte Mal da war, ne? Ja, ist ja schon eine Weile her, ne? Hier kommt dann die Dusche hin. Da kommt die Dusche hin, genau. Und ja, und guck mal, das Klo. Das Klo. Und habt ihr das alles selber gebaut? Also den Kasten und die Wände? Ja. Alles selber. Mit unseren eigenen Händen. Mit unseren eigenen Händen. Ohne Unfälle. Naja. Fast ohne Unfälle. Ja. Auf Bequemlichkeit und größeren Komfort müssen Gina und Markus allerdings weitgehend verzichten. 5 Sterne gibt es vor allem für ihr Improvisationstalent. Ah, perfekt. Ja, sitzt doch. Sitzt doch wie eine Eins. Wir werden in der Dusche einen Duschschlauch haben. Und dann muss man den eben in der Hand halten und vielleicht sich ein bisschen
bücken, wenn man die Haare waschen will. Und wenn man so den Körper waschen will, dann geht's. Also ich habe ja hier noch 2 cm Platz. Ich habe ja auch keine Schuhe an im Bad und von daher wird das gehen. Ja, wir sind mal gespannt, wie wir mit den Herausforderungen des engen Raums hier zurechtkommen werden. Im Moment klappt das halt ganz gut und wir hoffen, dass es auch noch ein paar Jahre so bleibt. Und gut, wenn es irgendwann nicht mehr geht, müssen wir uns eben was anderes einfallen lassen, ne? Aber solange es geht, werden wir das hier genießen. Beim Thema Bequemlichkeit scheiden sich bei der Familie die Geister. Studentisch reisen, kein Problem für die ältere Generation. Also ich finde das schön, wenn man sich so seine Träume auch, also wenn man die altersunabhängig auch macht. Ne? Wenn ich da mit Freunden drüber spreche, dann sagen die auch ganz oft, oh, ich wünschte, meine Eltern würden sowas machen, weil die sitzen irgendwie zu Hause rum und finden sowas zwar auch schön, haben auch Ideen, aber machen es halt dann am Ende nicht. Also ich glaube, es wäre für mich nicht die einzige Art, Urlaub zu machen. Also mal ja, aber ich finde es auch ganz schön, mal dann auch komfortabler unterwegs zu sein. Ich finde schon Dankeschön. Ja, viel Erfolg noch. Okay, bis dann. Ciao. Auch die Thumanns müssen eng zusammenrücken. Auf rund 8 Quadratmetern Wohnfläche ist nur Platz für das Nötigste. Kinder und Eltern teilen sich seit 2 Jahren jeweils ein Zimmer, also ein Doppelbett samt Schrankfächern. Ich möchte behaupten, die ersten 2-3 Wochen waren auch echt Katastrophe. Also wir mussten uns erst dran gewöhnen, wo hat man Platz, wo ist Platz, wer macht was, wenn einer kocht, kann der andere nicht irgendwie um ihn die ganze Zeit rumlaufen oder eben die Betten machen, sondern es muss alles nacheinander passieren. Das heißt, wir brauchen in unserem Alltag eigentlich viel mehr Zeit als in dem Haus, weil alles ein bisschen länger dauert. Jeder muss warten, sich anstellen oder eben raus. Die Familie ist in Deutschland abgemeldet. Deswegen muss die 11-jährige Sophie in keine Schule. Manchmal wird es langweilig. Aber eigentlich, also wenn ich denke, ich brauche meine Familie kurz nicht, dann gehe ich halt einfach raus oder in mein Zimmer und telefoniere mit meinen Freunden oder so. Und ständig kommen neue Bekanntschaften dazu. Wir treffen ja unterwegs auch so viele neue Freunde. Und es gibt dann schon auch ja, so Beziehungen, die eben länger halten als so eine Urlaubsbekanntschaft, weil es sind auch meistens Familien, die auch so leben wie wir. Und klar, es ist anders, die Kinder wachsen anders auf und solange sich alle damit wohlfühlen und solange es allen damit gut geht, machen wir auch weiter. Wir gehen kurz eine Runde, Moritz. Alles klar, ich kümmere mich ums Auto so lange. Okay. Jonas, auf geht's. Ciao. Ciao, Jonas. Außer für Treibstoff, die wichtigsten Versicherungen und Lebensmittel haben die Thumanns kaum Ausgaben. Sie schrauben ihre Ansprüche zurück und do it yourself, wann immer es geht. Ist auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass wir wirklich liegen geblieben sind und dann 3 Tage vor der Werkstatt stehen mussten und da sozusagen auch gelebt haben. Deswegen schaue ich immer, dass das Wohnmobil eigentlich in Schuss ist und ja, dass wir sowas nicht passiert. Das zahlt sich aus. Bis jetzt hat der alte Fiat Ducato sie sicher durch halb Europa gebracht. Es ist nicht nur ein Wohnmobil, sondern wirklich unser Zuhause. Und man ist auch ein bisschen mehr verbunden jetzt mit dem Wohnmobil wie in einem normalen Auto, würde ich sagen. Also ja, man kümmert sich schon drum wie ein Familienmitglied. Und? Hey, wieder zurück. Hat's geklappt? Ich hoffe. Wir sehen es gleich, wenn wir losfahren. Ja. Okay, dann packen wir schon mal zusammen. Ja. Fahren wir, Mama? Ja, jetzt fahren wir noch zum bisschen spazieren gehen. Oh, Mama. Der Wunsch, mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, ist für die Eltern in Erfüllung gegangen. Mit allem, was dazugehört. Ja, ist nicht unbedingt einfach. Also, dadurch, dass wir immer für unsere Kinder da sind, sind wir nicht nur Mama und Papa. Wir sind Freundin und Freund, wir sind Betreuer, Erzieher, Lehrer. Also wir übernehmen ganz, ganz viele Jobs auf einmal. Und ja, das dauert, bis man sich da eingespielt hat. Und man muss sich auch bewusst sein, ja, dass das wirklich so ist, dass die Kinder immer da sind und dass man nicht unbedingt immer dann Ruhe hat, wenn man es gerade möchte. Familie Hauenstein hat in ihrem umgebauten Reisebus zwar weitaus mehr Platz, doch es soll auch viel mehr mit. Den Brachio auch, okay, den. Boah, jetzt ist die Kiste aber schon voll. Schau mal, die da, die soll mit, okay. Das sind jetzt so die Sachen, die hier da mitkommen müssen. Und die versuchen wir jetzt halt auch einfach einzuladen.
Und was nicht geht, dann müssen wir dann halt nochmal sortieren. Aber durch unseren Umzug haben wir schon vorsortiert sogar. Und das sind jetzt sogar wirklich die Favoriten, die jetzt schon auch länger Favoriten sind. Schon seit 2 Monaten lebt die Familie übergangsweise im Haus von Julias Eltern. Es wird Zeit, dass es endlich losgeht. Den Winter wollen sie in Südspanien verbringen. Zum ersten Mal befüllt Simon heute den selbst eingebauten Wassertank. 16, 18, da jetzt hätten wir so 20 Liter ungefähr die Minute. Wir haben 650 Liter Kapazität für Frischwasser. Das dauert dann schon so eine halbe Stunde, bis der voll ist. Und naja, ich schätze mal, dass wir so 10 bis 14 Tage damit auskommen. Allein eine Waschmaschine braucht ja schon 40 Liter. Also je nachdem, wie oft wir waschen, Geschirr spülen und duschen, ich schätze mal so 10 Tage. Ich meine, man kann sie auch einschränken, wir werden sehen. Doch noch ist Einschränken kein Thema. Knapp 10 Quadratmeter Stauraum und jede Menge Schränke und Schubladen stehen in dem Bus zur Verfügung. Immerhin hatten hier früher 59 Passagiere Platz. Okay. Was mache ich denn mit diesem schönen Teil? Ja, das habe ich eigentlich sehr oft verwendet, wirklich. Gerade hier, weißt, wenn das da die ganze Zeit gegen die Scheibe spritzt oder hier oben dagegen oder so, das ist blöd. Okay, ja, weil du ja keinen Dunstabzug haben, meinst genau. du? Genau. Also gut, dann ja, wohin? So? Die Idee ist schon, dass wir ganz normal kochen, wie sonst auch. Nudeln mit Tomatensauce und ein Salat oder so, halt ganz normal, letztendlich. Ja, schon auch mal ein Reis und genau. Also halt, was man halt sonst so isst, schon, das schon auch. Oder halt unseren Ofenauflauf oder sowas. Deswegen haben wir eigentlich die Sachen da, weil wir campen ja nicht. Ja. Sondern wir leben da. Und wenn wir uns jetzt 1,5 Jahre von nur Tomatensauce ernähren, so wird es nicht laufen. Weiß nicht, ob das so gut ist, deswegen. Wir haben schon so gedacht, dass es so bleibt, wie es ist. Sogar eine Etage tiefer kann gebrutzelt werden. Im Bauch des Busses versteckt eine ausziehbare Zweitküche samt Pizzaofen und Grill. Wir waren mal 6 Wochen in Japan. Und da wird ja immer auf so Teppanyaki heißen Flächen gegrillt. Das war so spannend. Und war, ja, deswegen habe ich gedacht, ach komm, jetzt wo wir die Außenküche bauen, lass uns doch so einen Grill besorgen. Jetzt haben wir hier eine heiße Fläche. Und gerade mit diesen Spachteln, ja, wenn der Japaner da immer hier überall, das ist, ich freue mich schon drauf. Viele Extras. Das bedeutete aber auch viel Arbeit. Das sind jetzt ja fast 7 Monate, ja. Die wir jeden Tag an dem Bus sind. Mehr als 50, 60 Stunden die Woche, immer Sonntag, seit einem halben Jahr, komplett 7 Tage die Woche. Jetzt wird es dann auch wirklich Zeit einfach, dass es mal losgeht. Wir haben jetzt dieses Projekt gestartet. Wir machen das jetzt seit 1,5 oder schon 2 Jahre eigentlich, dass wir uns da intensiv drauf vorbereiten. Und irgendwann kommt der Tag X. Und der Abschied an sich, der wird mit Sicherheit auch ziemlich tränenreich sein. Aber die Vorfreude ist auf jeden Fall schon da. Soweit sind Gina Wildeshaus und Markus Hoffmann noch nicht. Fans von Pauschalreisen waren die beiden noch nie. So richtig gepackt hat sie das Fernweh aber erst seit ihrer großen Weltreise. Seitdem betreiben sie einen Reiseblog für Gleichgesinnte. Mit unserem Blog wollen wir Leuten, die in einer ähnlichen Situation wie wir sind, einfach Mut machen, selber individuell auf Reisen zu gehen. Weil wir haben da erst relativ spät mit angefangen. Unser Motto ist ja, Reisen besser spät als nie. Und es ist nie zu spät, sich auch selber auf eigene Faust auf die Reise zu machen und dabei wirklich tolle Erfahrungen zu sammeln, so abseits von den pauschalen Touristenpfaden. Und neuen Stoff für ihre Leser wird es schon bald geben. Die Vorfreude auf ihre Tour nach Südosteuropa steigt von Tag zu Tag. Ich kann es eigentlich kaum erwarten, dass es losgeht. Also wenn das Auto dann endlich fertig ist, dann freuen wir uns schon sehr darauf, wirklich dann zeitlich ungebunden unterwegs sein zu können und zu sagen, ja okay, jetzt fahren wir einfach mal in die Richtung, egal welche, wo uns der Sinn nach steht und können dann wirklich unser Leben so gestalten, wie wir wollen. Wenn ich an den Aufbruch denke, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Dann kribbelt der ganze Körper. Ich muss sagen, ich würde lieber morgen als übermorgen die Zelte hier abbrechen. Graal-Müritz an der Ostsee. Ziel der ersten Etappe der Hauensteins.
Die Familie ist mit ihrem Wohnbus auf einem Campingplatz untergekommen. Viel Spaß! 2 Jahre Planung und 7 Monate Arbeit liegen hinter Julia und Simon. Aus einem Reisebus ist ein rollendes Tiny House geworden. Zusammen mit ihren Söhnen und Kater Toni ist der Stopp an der Küste die letzte Station in Deutschland, bevor es Richtung Spanien geht. Es ist echt was Befreiendes, jetzt so endlich fertig zu sein. Es war jetzt schon echt eine heftige Zeit. Wir sind jetzt gerade 3 Wochen unterwegs und wir genießen es einfach gerade total, wirklich Zeit zu haben, mal anzukommen und zu sagen, okay, gut, es ist jetzt hier tatsächlich unser Zuhause fürs nächste Jahr und sich einzuleben. Das ist schon wirklich ein schönes Gefühl. Auch Toni wird Dauerurlauber. Für die 4 Hauensteins war es keine Frage, dass er mitkommt. Der Kater gehört seit 11 Jahren zur Familie. Jetzt, schau mal, Schatz. Hier, guck mal. Ich gebe dir das hier und dann kann es runtergehen. Da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich sagen, weil ich dachte, vielleicht jetzt, wenn er gar nicht so einen großen Rückzugsort hat, dass er es nicht gar so leicht und schnell verkraftet. Aber er hat es Gott sei Dank wirklich richtig toll gemacht. Und mittlerweile geht er auch schon, wenn der Simon den Motor startet, gleich in sein Nestchen unten rein, weil er fährt auch im Nestchen und fressen tut er. Und das also ist wirklich, macht er gut. Wir haben eigentlich geplant, mit 2 Katzen und einem Hund und eben wir als Familie zu fahren. Nur leider mussten wir die Katze und unsere Ayla, also die Abby und die Ayla, verabschieden, weil es den beiden nicht gut ging, kurz nacheinander. Das war eine ziemlich heftige Zeit. Aber sie fahren hier oben mit. Das ist ja immer noch für mich ein bisschen ein blödes Thema einfach. Also hier ist unsere Katze, die Abby. Und das hier ist unser Hund, die Ayla. Die Ayla ist ein Schäferhund-Mix gewesen und da war auch Docke mit drin. Also ist eine ziemlich große gewesen und die ist natürlich auch eine gute Beschützerin oder Bewacherin, sage ich jetzt mal. Das fehlt jetzt schon. Also gerade wenn man sich an manchen Stellen vielleicht nicht gar so sicher ist zu stehen, dann wäre sie auf jeden Fall diejenige gewesen, die da zu 100% auf uns aufgepasst hätte. Das ist jetzt schon so ein Thema. Aber ich bin natürlich traurig darüber, ganz klar. Aber es ist einfach so, wir haben den Toni mit dabei und es gibt uns einfach auch wahnsinnig viel und ist da. Und dafür bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Wenn alles gut geht, soll unterwegs ein neues 4-beiniges Familienmitglied dazukommen. Platz genug ist ja. Immerhin ist der Bus 12 Meter lang. Ein echter Hingucker. Der Riese fällt auf in der Campingwelt. Wir wollten uns hier einen schönen Wohnwagen machen. Ja, sehr gerne, natürlich. Dürfen Sie reinschauen, klar. Haben jetzt hier gerade Wäsche gemacht. Ja, das muss ja auch mal sein. Ja, schon. Oh, ist ja herrlich. Wir haben hier eben unsere Küche und den Platz für unseren Kater. Der ist auch mit dabei. Der muss dabei sein, ja. Hier schön. Ist so ein bisschen unser der Büro. Arbeitsplatz, genau. Ja. Herrlich. Wunderbar. Das ist schon ein Traum. Ist besser geht's gar nicht, ne? Ist schön groß. Wenn sie damit zurechtkommen und überall, wo sie hinfahren, nicht, hast du immer dein Haus bei dir. Nicht schlecht. Dass 2 so eine junge Leute mit 2 kleinen Kindern sowas zustande gebracht haben. Hut ab. Sehr schön. Danke. Wunderschön. Dankeschön. Ein Lob von echten Campingprofis. Besser kann es für die Newcomer nicht losgehen. Zuerst denkt man ja Tatsache, sind die verrückt geworden? Na, so, also sieht man ja selten. Ich sag mal, es kommen ja hier schon Geschosse an, wo man denkt, na, aber wenn die Leute denn aussteigen und grüßen, dann ist es schon gelaufen eigentlich. Na? Bei Familie Thumann ist alles ein paar Nummern kleiner. In einem alten Fiat Ducato reisen die 4 durch Europa. Auf unbestimmte Zeit. Weil die Familie nicht mehr in Deutschland gemeldet ist, müssen die Kinder nicht zur Schule. Die 11-jährige Sophie wird von Nathalie und Moritz unterrichtet. Ohne Schulbuch und Klassenarbeiten. Freilernen bei uns bedeutet nichts anderes, dass eben Sophie oder auch der Jonas einfach ihre Lerninhalte, ihre Interessen selber haben und die verfolgen. Und wir, also Nathalie und ich, sind unterstützend da, um sie in ihrem Interesse zu bestärken.
Für ihren Berufswunsch braucht es aber einen Plan B. Und den gibt es schon. Ich weiß, was ich werden möchte. Entweder Meeresbiologin oder Schauspielerin. Wenn es tatsächlich ihr Wunsch ist, Meeresbiologin zu werden, dann ist da zumindest mal der erste Schritt, ein Abitur zu bekommen. Und das Abi kann man überall extern machen. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, zum Beispiel in Belgien, wo man Fach für Fach pro Jahr absolviert. Also da sagt man, ein Jahr macht man Mathe, ein Jahr macht man Deutsch. Und so kann man den Druck auch ein bisschen rausnehmen, dass man sagt, nee, man hat jetzt nicht diesen Druck, eben wirklich 5, 6 Fächer in einem Jahr zu absolvieren, sondern macht es über 3, 4 Jahre hinweg. Statt nach Lehrplan zu büffeln, darf Sophie allein ihren Interessen nachgehen. Ein Konzept, das für die Familie im Moment aufgeht. Wir hatten bei der Sophie keine gute Schulzeit. Sie ist eigentlich ein sehr kreatives Mädchen und hat es immer ausgelebt im Spiel und in ihren Geschichten. Und mit Schulbeginn wurde das immer weniger. Und jetzt in den letzten 2 Jahren, also bei ihr ist es sehr, sehr positiv, in die positive Richtung entwickelt, weil sie einfach wieder sprudelt. In der Schule, der ich war, die fand ich nicht gut. Ja, und ich vermisse die Schule nicht. Und klar, manchmal nerven meine Eltern und mein kleiner Bruder. Vom klassischen Lebensmodell haben sich die vier verabschiedet. Und es geht ihnen gut damit. Auch wenn der Alltag im Wohnmobil manchmal eine Herausforderung ist. Es ist klar, dass es auch mal zu Reibungspunkten kommt. Wir gehen uns auch mal auf die Nerven. Wir stehen uns im Weg. Oder ja, es sind einfach 4 Charaktere, die da aufeinander prallen. Allerdings kann so ein Streit nicht lange bestehen. Also dieser Konflikt muss sofort gelöst werden, eben weil wir immer aufeinander sind oder weil der Raum so klein ist. Abenteuerfreiheit. Die Thumanns leben den Traum von vielen. Wir leben einfach selbstbestimmt. Also wir können jeden Tag nur entscheiden, wie wir leben, wann wir aufstehen, wann wir essen. Es gibt niemanden, der uns sagt, wir müssen jetzt etwas erledigen. Also wir sind völlig frei und selbstbestimmt. Nach ihrer Zeit in Österreich ging es weiter über Rumänien und Slowenien bis in die Türkei. Ein Leben von Postkartenmotiv zu Postkartenmotiv. Und bald womöglich von Hafen zu Hafen. Sie wollen ihr Wohnmobil gegen ein Segelboot tauschen. Also es gab noch keinen Punkt, wo ich gesagt habe, ich will wieder irgendwie zurück in mein altes Leben. Ja. Vielleicht kommt irgendwann der Punkt, wo wir zurück müssen. Aber ich glaube, in den beruflichen Alltag, so wie wir es davor hatten, könnten wir nicht mehr zurück. Also wenn, dann würde ich schauen, dass ich trotzdem viel Zeit einfach daheim mit den Kindern verbringe. Und einfach auch weniger arbeiten und dafür glücklich sein. Familie Hauenstein dagegen ist erst seit 3 Wochen unterwegs und lernt jeden Tag dazu. Lektion Nummer 1: Auch ein Reisebus kommt irgendwann an seine Grenzen. Zuerst war ich richtig euphorisch. So viel Stauraum, aber der war sofort verplant. Der Trockner ist drin. Da ist halb Hälfte schon vom Akku belegt. Da hinten habe ich noch ein bisschen Werkzeug, das ist gar nicht mehr so viel. Aber letztendlich ist wirklich das hier unser einziger wirklich großer Stauraum, wo wir halt so ein paar Boxen gemacht haben. Aber ganz so viel Stauraum. Da vorne ist der Abwassertank. Drüben ist Frischwassertank, 650 Liter. Das ist alles schon wieder voll. Nicht mehr voll ist ihr Terminkalender. Und das genießen sie. Ab jetzt gibt es nur noch die Familie. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und was danach kommt? Sie wollen sich überraschen lassen. Es ist wirklich sehr entspannend. Und gleichzeitig irgendwie auch eine recht kreative Phase für den Geist, weil man eigentlich sich, man kriegt Lust auf Neues. Ein bisschen schwingt immer die Hoffnung mit, dass man dieses 9-to-5 vielleicht auch gar nicht mehr braucht. Dass man sich wirklich aktiv Ideen schafft, wie man da rauskommt aus der Mühle, weil das kann es irgendwo dann auch nicht sein. Ich freue mich total auf das Jahr jetzt. Ich bin total dankbar, dass wir uns das jetzt so ermöglicht haben und dass wir uns unseren Jungs das vor allem auch ermöglichen können, einfach so viel Zeit zu viert zu verbringen. Das ist einfach so kostbar. Das ist, glaube ich, einfach was einem niemand nehmen kann. Ja. Yeah.
Das nächste Ziel der Hauensteins? Spanien. Dort verbringen sie den Winter. Grillen, wenn andere frieren. Im Süden nehmen sie auch das sechste Familienmitglied mit an Bord. Der neueste Weltenbummler trägt Fell. Und das ist erst der Anfang des Abenteuers ihres Lebens.